Steinacher Mineralwasser, einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Steinacher, vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeckt den Süden Fernsehen. Heute kocht für Sie Georg Wurster mariniertes Rinderfilet vom Weideochsen mit Schalottenragout und Petersilienpüree mit Zutaten aus der Region. Er ist Chefkoch vom Hotel Schwanen in Metzingen. Recht herzlich willkommen bei Schmeckt den Süden TV. Mein Name ist Georg Wurster und ich arbeite im Hotel-Restaurant Schwanen in Metzingen. Wir sind auch bei Schmeckt den Süden dabei, weil wir sehr viel regionale Produkte verarbeiten und unsere ganzen Produkte von den umliegenden Lieferanten beziehen. Heute habe ich für Sie vorbereitet ein Rinderfilet vom Weideochsen, weil der Weideochsen einfach besser schmeckt, weil er draußen ist auf der Weide, bekommt frisches Futter und hat einfach einen besseren Geschmack, wie wenn Sie jetzt ein Rind kaufen, das wo jetzt die ganze Zeit im Stall gestanden hat. Dazu machen wir ein Petersilienpüree und ein Schalottengemüse. Zuerst müssen wir das Filet dann die Flexen runter machen. Wenn Sie ja beim Metzger sind, Sie können gleich beim Metzger dann sagen, Sie möchten 2 oder 3 Rinderfiletsteak. Je nachdem, wie viele Personen Sie zu Hause haben, können Sie dann direkt die Rinderfilet gleich bestellen. Dann haben Sie die Arbeit hier sich schon mal erspart. Und schauen Sie auch, dass der Metzger Ihnen ein sauber, schönes, marmoriertes Fleisch gibt. Darf ruhig ein bisschen Fett auch drin sein in dem Fleisch, damit das Fleisch schön saftig wird. Wenn es so ganz trocken ist, sagt man, also wenn kein Fett und nichts, dann wird das Fleisch sehr gern trocken einfach. Dann schneiden wir so Steaks, so 200 Gramm. Natürlich können Sie bei Ihrem Metzger auch sagen, wenn Sie mehr Fleisch wollen, 250, 300 Gramm, das ist dann komplett Ihnen überlassen. So, wir haben jetzt hier so 220 Gramm Steaks, so wie Sie es bei uns etwa im Schwan kriegen. Und die will ich Ihnen jetzt zubereiten. Dafür legen wir den Weideochsen legen wir einen Tag lang ein in eine Marinade. Dafür habe ich Ihnen schon mal was mitgebracht. Und zwar dämpfen wir erstmal etwas Butter an. Da machen wir etwas kleine Zwiebel rein und dämpfen die mal an. Schön glasig werden lassen die Zwiebeln. Es ist wichtig, dass Sie es schön glasig werden lassen, nicht damit Sie die noch roh sind, weil es, wenn ein Tag steht, nicht, dass Ihnen das alles sauer wird oder umkippt und so, dass einfach ein gutes Produkt danach rauskommt. So, dann haben wir das alles angedämpft. Dann haben wir etwas Balsamico-Essig, einen alten Mosch-Essig sozusagen. Mit dem löschen wir es ab. Dann haben wir noch etwas Kalbsfond. Und jetzt brauchen wir noch einen Rotwein dazu. Da haben wir den Metzinger. Schwarzriesling, Spätburgunder, ein schöner, kräftiger Rotwein dazu. Wenn das jetzt aufgekocht hat, nehmen wir es dann wieder vom Herd runter. Lassen es etwas abkühlen, machen noch etwas Pfeffer dazu rein. Salz bitte keins dazu reinmachen, weil wenn Sie Salz dazu reinmachen, das laugt dann das Fleisch aus, der Saft läuft aus, ist also nicht so gut. Deswegen nur etwas Pfeffer dazu rein und auch wieder aus der Mühle, da der Geschmack doch viel besser ist. So. Dann haben wir die Beize fertig. Dann nehmen wir die 2 Rinderfilet. Wie gesagt, die Beize abkühlen lassen und die 2 Rinderfilet dann in die Beize einlegen. Die lassen wir dann 24 Stunden da drin liegen, damit sie schön durchmarinieren können, damit das Fleisch einen schönen Geschmack bekommt. Ich habe da schon einen Tag vorher jetzt etwas vorbereitet für Sie. So, so kommt die Rinderfilet dann nach einem Tag, nach 24 Stunden sozusagen, aus der Beize. Sie sehen die schöne, kräftige, rote Farbe jetzt von dem Fleisch, das Gebeizte. Dazu machen wir dann das Schalottenragout. Dafür haben wir Schalotten. Die schneiden wir längs, die Schalotten.
Schalotten haben auch eine gute Süße, das werden Sie dann merken. Die werden wir dann andämpfen, auch jetzt schön in Butter. Durch das Andämpfen hat die Schalotte eine schöne Süße und das Ragout bekommt einen schönen, harmonischen, scharfen, süßen Geschmack. So, die Karotten, die schneiden wir in kleine Würfel. Immer aufpassen, auch bei dem Messer, die Fingerhaltung ist sehr wichtig. Immer die Fingernägel sozusagen, die Fingerkuppen nach hinten, sodass man das Messer hier sauber führen kann. Dann kann Ihnen auch nichts passieren und Sie können sich nicht verletzen. Deswegen können die Köche dann auch viel besser schneiden. So, dann nehmen wir etwas Butter. Wir machen jetzt das Schalottenragout. Etwas Butter andämpfen. Die Zwiebeln dazu rein. Alles schön angehen lassen. So leicht glasig braten. Durch das Braten bekommen die Schalotten dann, tritt die Süße ein bisschen aus. Die bekommen einen viel besseren Geschmack, wenn sie leicht angebraten sind. Das Gemüse braucht so circa nachher, muss man es etwa rechnen, die Karotten so etwa 10 bis 12 Minuten köcheln lassen, damit die Karotten und die Schalotten auch weich sind, damit es nicht zu hart ist. Für die Soße haben wir dann etwas Kalbsfond. Wie gesagt, alles schön andämpfen, lieber etwas Zeit lassen, damit der gute Geschmack nachher zustande kommt. So, dann löschen wir alles mit dem Kalbsfond ab. Etwas von der Beize, mit der wo wir das Rinderfilet eingelegt haben. Da ziehen wir sozusagen gleich jetzt unsere Soße, damit wir nachher auch eine Soße haben, weil der Schwabe ja auch zu seinem Essen eine Soße braucht. So, das lassen wir jetzt circa 12 Minuten, 13 Minuten köcheln, damit alles einreduzieren kann, damit das Gemüse weich wird und die Soße eine schöne, kräftige Farbe hinbekommt. In der Zwischenzeit machen wir dann das Petersilienpüree. Dazu haben wir etwas frische Petersilie, Blattpetersilie. Die Stiele machen wir ein klein bisschen weg. Zu viel brauchen wir da nicht. Und die Blattpetersilie, die werden wir jetzt sozusagen blanchieren. Blanchieren bedeutet, in heißem Wasser kurz rein, 2-3 Minuten drin lassen, dann raus und in eiskaltem Wasser wieder abschrecken. Also da machen wir dann das Petersilienpüree draus, wie gesagt. Also zuerst blanchieren, danach raus, abschrecken, dann in die Moulinette rein und mixen. So, das reicht gut für eine Portion. Da haben wir schon mal das Wasser stehen. Wasser gut salzen, dann die Petersilie rein. So, jetzt lassen wir das so 2 Minuten ziehen. Dann haben wir schon etwas Eiswasser hier. Und durch das Blanchieren bekommt es auch eine viel schönere grüne Farbe. Durch das Abschränken behält es die Farbe und die Petersilie und das Petersilienpüree ist nachher schön dunkelgrün. So. Kurz drin lassen, dass es kalt ist. Und wieder raus, damit das Wasser weggeht, weil Wasser ja nicht so einen guten Geschmack hat.
Dann dämpfen wir eine Zwiebel, wieder eine Gemüsezwiebel, schneiden wir in ganz feine Brunas. Wie gesagt, die Fingerhaltung ist sehr wichtig, damit sie sich nicht verletzen. Feine Würfelchen schneiden. So, das reicht auch schon. Dann wieder die Soutöse. Etwas Butter dazu. Die Gemüsezwiebel rein. Und wieder die Zwiebel andämpfen. So, die Zwiebeln, die sind jetzt auch schon schön angedämpft. Dann machen wir die Petersilie dazu rein. Dann etwas die Pfeffermühle. So. Ganz kurz andämpfen. Vor allem jetzt das Andämpfen macht man nicht so wegen der Petersilie, sondern überwiegend einfach, dass die Zwiebeln etwas weich werden und einen guten Geschmack bekommen. Das kommt dann alles in die Moulinette. Müssen wir alles schön zerfallen, weil wir ja ein schönes Püree haben. So. Und in der Moulinette einfach mixen, bis es klein ist und feinmusig ist. So, das Petersilienpüree wäre auch fertig. Das machen wir dann gleich wieder zurück in die Soutöse, dass wir es nachher gleich warm machen können. So, jetzt nehmen wir die Pfanne für unser Rinderfilet. Etwas Sonnenblumenöl. Würzen unsere zwei Rinderfilet. Jetzt können wir auch Salz dazu machen. Jetzt passiert nichts mehr. So, dann braten wir die von beiden Seiten schön an. Wie gesagt, das werden wir jetzt von beiden Seiten schön anbraten. Und danach schieben wir es noch in den Ofen bei 100 Grad, circa 20 Minuten. Die 20 Minuten, das ist Niederkerntemperaturgarn. Wenn wir es 20 Minuten garen, schön langsam bei 100 Grad, bekommen wir nachher ein richtig schönes, zartes Rinderfilet hin. So, das Rinderfilet, wie gesagt, von beiden Seiten schön goldbraun anbraten und danach 20 Minuten in den Backofen und dann wieder rausholen. So, nachdem wir das Rinderfilet jetzt schön auf beiden Seiten goldbraun angebraten haben, schieben wir es noch ganz kurz in den Ofen. Wie gesagt, für die 20 Minuten bei 100 Grad. So, die 20 Minuten sind jetzt um. Unser Rinderfilet müsste fertig sein. Holen wir es wieder aus dem Ofen. So. Jetzt sind wir auch schon langsam fertig. Unser Ragu hat sich auch schön reduziert. Wir haben eine schöne Soße. Und damit jetzt das nicht ganz so schwer kommt, machen wir noch etwas Tomaconcasse rein. Das bedeutet, wir nehmen eine Tomate, eine schöne reife Tomate. Gibt es ja jetzt gerade in jedem Garten. Die werden wir ganz kurz auch blanchieren und machen außen die Haut ab von der Tomate, weil die Haut doch immer
etwas hart zum Beißen ist, machen wir die weg. Innen das Fruchtfleisch machen wir auch raus, weil das Fruchtfleisch, das würde nur unsere Soße verwässern. Und durch die Tomate, wo wir jetzt zugeben, bei unserem Schalottenragout, bekommen wir doch ein etwas leichteres Gericht hin und ist nicht ganz so schwer. So, die Tomaten dazu rein. Wie gesagt, erst am Schluss, weil die Tomaten, die sind ja schon weich. Deswegen brauchen wir nicht, solange die Tomaten mitkochen, nicht, dass sie musig werden, dass die Stücke noch ganz bleiben bei der Tomate. So, dann nehmen wir das Ragout. Rühren die Tomaten schön unter. So, Sie sehen jetzt die Schalotten, schön dunkel geworden. Wir haben eine schöne dunkle Soße hinbekommen. So, da machen wir jetzt das Rinderfilet drauf. Und jetzt mal von dem Petersilienpüree. Noch eine Nocke, dazu nehmen wir am besten 2 Löffel. So, bitteschön. Dann noch etwas von der Blattpetersilie als Garnitur. Dann haben wir noch mal eine Tomate. Machen wir das Kerngehäuse noch mal raus. Und schneiden da noch einen kleinen Tomatenfächer. So. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit bei dem Weideochsen auf Schalottengemüse mit Petersilienpüree. Noch mehr Genuss? Teinacher präsentiert. Saisonale Kulinarik, Genießerrezepte, Weinempfehlungen, Restaurant-Tipps und vieles mehr auf www.ausgezeichnetgenießen.de.